Moin Moin, willkommen zurück zum Operation Flashpoint Freedom Let's Play. So, wir sind nun in Mission 10, Black Hawk, angelangt. Ich spiele natürlich immer noch den Ralf Müller. Und wir befinden uns jetzt in der Stadt Witlakow. Ja, nachdem wir die Stadt in der letzten Mission nach einem schweren Gegenangriff der Russen halten konnten, haben wir uns jetzt hier weiter befestigt und ein kleines Lager aufgebaut und operieren jetzt erstmal von hier aus weiter. Ja, denn wir haben jetzt den Auftrag für heute, den Insel in der Wüste in West-Nogowa einzunehmen. Also wir starten hier, fliegen dann mit unseren Black Hawk Helikoptern. Die bringen uns dann hier Richtung Flughafen. Hier ist der Flughafen. Und unser Angriffstrupp besteht aus drei Teams. Alpha, das sind wir. Bravo und Charlie. Ja, wir springen hier ungefähr ab, Bravo hier und Charlie da, und die warten dann hier immer an diesen Punkten auf unseren Befehl zum Angriff. Das können wir dann über 002 für Bravo und 003 für Charlie tun. Ja, danach werden sie dann selbstständig den Flughafen angreifen und wir werden das dann auch tun. Okay. Wir sollen alle militärischen Fahrzeuge zerstören, besonderes Augenmerk auf Flugzeuge und Hubschrauber. Am besten, das Beste ist es, wenn die gar nicht erst in die Luft kommen. Ja, und wenn wir das eingenommen haben, den ganzen Flughafen, dann haben wir es geschafft. Das ist erstmal der Auftrag für heute. Und jetzt geht's zu den Notizen. 30.04.2008. Da hatten wir aber mal wieder Glück, dass wir die Stadt halten konnten gegen diese Übermacht. Naja, Glück ist halt Glück. Heute muss ich mit meinen Leuten einen Flughafen in der Wüste erobern. Dazu stehen mir drei Gruppen zur Verfügung. Meine Gruppe Alpha, Bravo und die Charlie-Gruppe. Jeweils mit 12 Mann. Jo, ganz genau. Jeder hat eine 12 Mann starke Gruppe. Okay, den Karl Gustav möchte ich aber nicht haben. Jetzt gucken. Haben die anderen Jungs. So, den werde ich erstmal sein. Na, jetzt im. Ich dödel. ich bin aber auch einer. Jetzt hätte ich mir doch schon gleich hier die Waffe wegnehmen. Moment. Ja, jetzt hätte ich die Magazine runtergepackt. Warte. So. Zack. Jetzt hätte ich doch mir schon gleich die den Karl Gustav da wegnehmen können und dann gleich hier reinfangen. Naja. Wie so einfach, wenn es auch schwer geht. Ganz genau. Okay, dann würde ich sagen, auf geht's zum Flughafen. Bitte einchecken. So, da sitzen wir schon in unserem UH-60 Black Hawk. Okay, kann man ein bisschen von außen zeigen hier, die Maschinchen. Jo, da heben die drei ab. Da unten ist unser provisorisches Lager. Ein paar Kampfpanzer stehen da auch. Okay. Was war dazu? Okay, Jungs. Laut Aufklärung haben wir es mit einigen leicht- und mittelschwer gepanzerten Fahrzeugen zu tun. Auf Flughafen befinden sich mehrere Hubschrauber und Kampfflugzeuge, die wir auf bei dem wir verhindern müssen, auf jeden Fall, dass diese in die Luft kommen. Wenn das passiert, haben wir ausgespielt. Okay, Jungs, macht euch zum Absprung bereit. In ein paar Sekunden geht's los. Da vorne ist schon der Flughafen. Von innen schon. Okay, die ersten springen schon ab. 32 sind raus, 4, 5 auch. 7 o'clock, enemy, T-80, 1000. 7 o'clock, naja, korrigiere. Auch schwer gepanzerte Fahrzeuge. Okay, und jetzt ich noch. Okay, da vorne haben wir Team Bravo.
Und da drüben Team Shawnee. Oh oh. 12 hat sich schon beim Absprung verletzt. Okay, dir wird gleich geholfen. Keine Sorge. Erstmal hier landen. Okay. 6. Moment. 12. Nee. Doch, nicht die 6 hier. Zack. Jetzt habe ich ja noch mehr an. Mann. Drück doch nicht immer so viele Tasten, Mensch. Heilen bei Sanitäter. So. Okay, heilt euch erstmal. So. Alle bis auf 6. Naja, warten wir mal eben kurz. Na? Fertig? Okay. Dann Formation, gestaffelte Kolonne. Formation zurück. Okay. Das erste Team befindet sich in Angriffsposition. So, wie ist dein Status? Einmal aktualisieren bitte. Okay. Status wieder okay. So, jetzt sind wir hier. Sind wir irgendwo. Ja, hier vorne. Ich werde hier so ein bisschen nach vorne gehen weiter und dann erstmal die Lage auskundschaften. Mit welcher Feindstärke es wir tatsächlich da zu tun haben. Der Gelegenheit kann ich erstmal einen schönen Kaffee trinken hier. Prost. So, ah, lecker. Eben frisch gebrüht den Kaffee. Super Sache. Okay. Gruppe halt. Roger. Muss man eben hier vorne hingehen. Gucken, ob man schon was von hier sehen kann. Okay, noch ein Hügel weiter auf jeden Fall. So, dann bewegt ihr euch mal dahin. Move to 2620. Roger. Und ich gehe hier vorne ein bisschen spionieren. Gucken, was der Feind so treibt. So, erstmal zu diesem kleinen Hügel hier hoch. Okay. So, und den Rest kriege ich hier. Ne, das will ich gleich entdecken hier, wenn ich über die Kuppel gucke. Okay, sehe ich hier schon hier aus was? Ne. Was haben wir da? Aha, da sind schon ein paar Kampfflugzeuge. Okay. Wir gehen noch ein Stückchen weiter vor. Dam, 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 dam. Okay, 2 verstanden. Wartet da erstmal auf mich. So. Aha. So, von hier aus kann ich schon was sehen. Was ist da denn immer noch für ein Hubschrauber unterwegs? Kann das noch unser UH-60 sein? Eigentlich ja nicht mehr. Muss ja schon weg sein. Okay, was haben wir hier? Aha. T-55, MG-Nester, mehrere Patrouillen. Da vorne nochmal 3 Mann Patrouille. Ja, Kampfflugzeuge. Da vorne stehen ein paar Versorgungsfahrzeuge. Okay, sonst im Moment nichts. Gut. Nochmal eine andere Position. Aha. Was macht der denn da? Okay. 3 hatte die Stinger, ne? Ne, 2. Okay. 1 o'clock. So. Angriff. 500. Okay. 2. Attack. MI-17. 2. Halt. 2. Okay. Negative. Roger. Hat er schon gemacht. Okay. Gut.
Sonst mal eben hier Feuerpause. Haben die überlebt? Naja, die sehen tot. Ah, alle tot. Ah, super. Alle ausgeschaltet. Ah, das ist schon mal gut. Dann haben wir, sind wir die schon mal los. So, jetzt gucke ich hier vorne nochmal über den Hügel. Aha, da liegt Team Bravo. So, hinlegen. Da ist nur Gras. Bisschen Gras. So, noch mal. So. Vielleicht können wir hier von der Seite so rein. Wäre schon mal ziemlich cool. Aha. Da sind noch mehr MG-Nester, oh Mann. Das wird ja immer mehr hier. Von hier könnte ich schon mal ein paar ausschalten. Ich sehe die mich jetzt nicht. Okay, da haben wir den T-80. Noch mehr Versorgungs-LKWs. Wer weiß, was sich da noch in den Hangars befindet. Ah, okay. Also wieder zurück. Vielleicht komme ich da noch mal ein bisschen hoch. Wenn wir mal ein bisschen Unterstützung von Kampfpanzern eigentlich gebraucht hier. Zumindest ist es nicht schlecht gewesen. Na gut, jetzt sind wir mit der genug Panzerabwehr haben wir ja mit. Die anderen beiden Teams sind ja auch noch da, wir sind ja nicht alleine. Was haben wir da noch? Aha, noch ein BMP. Guck mal, da liegt schon ein Scharfschütze. Okay, den müssen wir da ja mal als erstes ausschalten. So. Okay. So, wieder zurückkriechen hier. Seitlich. Ich will den Scharfschützen da gerne ausschalten. Okay, Jungs. Formation, Reihe und Gefahr. So, jetzt will ich erstmal mit dem Scharfschützengewehr versuchen, ein bisschen Infanterie auszuschalten. Haben wir da noch mehr Scharfschützen irgendwo auf dem Dach rumliegen? Nee, sieht im Moment nicht so aus. Okay. So, dann schalte ich erstmal den da aus. Okay. Dann die MG-Nester. Ah. ich hab's mir fast gedacht, dass es nichts wird. Es ist. Naja, die sehen mich. Das ist keine gute Idee. Nur ein bisschen hier. Ah, dann. Bisschen mehr. Reicht nicht. Ja, es ist schwer, da schnell genug zu sein. So ist besser. Okay. Hatte ich euch das schon gesagt? Ja. Das war eine schlechte Entscheidung. Okay, jetzt nochmal hier. Was habe ich denn jetzt hier? Was kann mich abschießen? Das muss ich schnell genug sein. Gar nichts. Okay, dann kann ich den Scharfschützen ausschalten. Okay.
Gut. Der ist schon mal ausgeschaltet. Die haben nichts mitgekriegt da hinten. So. Jetzt muss ich die MG-Nester auszuschalten. Glaube, da schieße ich in den Hügel. Okay. Die beiden sind auch schon weg. Na, meine Schießkritze hier. Komm. So. Dam, dam, dam. Was ist mit dir da hinten? Sie hat sich hingelegt, die alte Sau. Heilt er den auch noch? Er wird nicht geheilt. Na egal. Okay. Verschwende ich nur meine Munition. Erstmal zumindest. Erstmal ist das gut so. Gucken. Vielleicht kommt die ja gleich hergelaufen. Guck mal, die kommt doch schon näher. Okay, jetzt erstmal dicht. Du stehst da. Ne. Erstmal den Anführer ausschalten. Na, ins Bein getroffen. Er läuft noch weg und zack. Okay. Da kommen noch welche an. Dam, 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 dam. Okay. Dich habe ich. Und dich auch. Dich auch. Und dich auch. Ah, das war hier ein bisschen wieder in die Schussballistik wieder reinkommen hier. Okay, das war nichts. Ein bisschen höher. Aber gut, das war ja schon mal ganz gut, ne? Da hinten schleicht noch mehr rum. Ah, scheiße. Blöder Berg ist im Weg. Komm schon. Na, gleich seid ihr Anführer los. Wenn ich dich daneben geschossen hätte. Okay. Das wird nichts. Ja, okay. Ich lasse ich erstmal. Okay. Das reicht auch erstmal. Okay, Jungs. Zurück in Formation. Jetzt geht's los. Ich habe schon mal ein bisschen das Feld geräumt da vorne. So. Macht euch bereit. Ihr dürft schießen auf jeden Gegner, der sich euch nähert. Okay. Feuereröffnung und eigenständig Angriff. So, nochmal die beiden MG-Schützen da ausschalten. Ah. Mensch, wackelt doch nicht so. Moment. So. Na. Hallo, hallo, hallo. Komm schon. Hoch, bitte, geht doch. Okay, 7 Gefahr. Okay, weiter geht's.
Okay, 002 und 003. Auf geht's, Jungs. So, da vorne steht der. Alle halt. Roger. Okay, die Stunde. Zur Stunde nutzen wir. Angriff auf den T-80. Three o'clock. Target 500. Roger. Nachladen, nachladen, nachladen. One o'clock. Soldier 200. Na komm schon. Jo, jetzt. Ja, schlecht getroffen von mir. Soldier 100. I got it. Soldier is history. Na, und. Enemy. Soldier, schaltet sie aus, Jungs! Feuer frei! Ich komme schon hier runtergelaufen wie Hasen. No Mann, da kommt. Noch mehr. Ah, Spitznutz. Na. Okay, hab dich. Super, super, super. 12 o'clock, man, 100. 12 o'clock, man, 200. I've got it. Brauchen wir nur noch abschießen wie die Hasen, wenn die hier runtergelaufen kommen. Kommt schon wieder irgendwas angefahren und da läuft noch einer. Okay, Treffer. 3 o'clock, unknown, man, 200. Da vorne noch. Da stehen noch ein paar Hubschrauber. Da hinten läuft noch einer. Nur eine Patrouille. Jetzt legen die sich erstmal hin. Ah, das war nichts. Ja, ist egal. Den lasse ich jetzt erstmal. Und jetzt. Geht es hier weiter? 3 unknown, Soldier 500. 3 o'clock, unknown, Soldier 500. Okay. Zurück in Formation, Jungs. Wir müssen Team Charlie ein bisschen unterstützen da drüben, nicht dass sie sich abschießen lassen. Aber erstmal einen Schluck Kaffee. Okay, geht weiter. 8 o'clock, unknown man, 200. 12 o'clock, so. Enemy, APC, 200. Jo, hab ich mitgekriegt. 8 o'clock. Da vorne irgendjemand? Nee, nee, nee. Sieht gut aus. Da vorne ist noch ein MG-Nest. Oh, oh, da steht der BMP noch. Da vorne laufen auch noch welche links. Okay, erstmal hier hin bewegen. Alle hinlegen, hinlegen! Ah! Ah, scheiße. Von rechts. Jetzt habe ich eben nicht nach rechts geguckt. Oh. Oh Mann. Ja, verdammt. Okay, 3. Angriff auf den BMP. Sieben heilen bei Sanitäter. 12 o'clock, Soldier 200. Da läuft noch einer, Pilot. Damn, 9 is down. 11 o'clock, APC 200. 11 o'clock, da läuft immer noch Pilot. Oh no, 10 is down. 12 o'clock, unknown, man 200. Da läuft noch so ein BRDM rum. 12 o'clock, enemy T-80 200. Da, Angriff. 12 o'clock, BMP 100. Okay, habt ihr. I've got him. Super gemacht. Is down. Ah, verdammt. 8 is down. Down. 11 is down. 2 MOO. Oh no.
7 is down. Oh Mann, scheiße. Oh oh, die Flugzeuge wollen starten, Jungs. Beeilt euch, 1-6. Halt! Roger! Hat noch einer Munition.